Eine Überraschung für den dicken Kontrolleur. Auf der Insel Sodor ist der dicke Kontrolleur sehr stolz auf seine Loks. Er freut sich, wenn sie glücklich sind, fleißig über die Gleise dampfen und sich gegenseitig dabei helfen, wirklich nützlich zu sein. Eines Morgens dampfte Thomas in den Hafen von Brenton. Guten Morgen, Salty. Guten Morgen, Edward. Du meine Güte, deine Backen sind ja so rot wie mein Lack, mein Junge. Ich weiß. Ich habe den ganzen Morgen schwere Waggons geschoben und gezogen. Und ich habe immer noch eine Menge Aufträge. Auf einmal kam der dicke Kontrolleur mit Winston in den Hafen geruckelt. Winston kam schließlich neben Thomas zum Stehen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Thomas. Heute ist mein Geburtstag und ich werde mit Lady Hatz und der Witwe Hatz einkaufen gehen. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Thomas. Ich möchte, dass du Winston heute bei deinen Aufträgen mitnimmst. Winston ist neu auf Sodor. Es ist wichtig für ihn, dass er einmal sieht, wie es ist, wirklich nützlich zu sein. Thomas strahlte über beide Puffer. Natürlich, Sir. Geht sofort los. Und zur Teezeit kommst du wieder hierher, um mich zu treffen. Ach, du dieseliger Diesel, meine Jungs. Also ich erinnere mich gerade daran, dass Edward mir mal erzählt hat, wie der dicke Kontrolleur seine Geburtstage begangen hat, als er noch ein ganz junger Mann war. Thomas Feuerbüchse prickelte. Erzähl's uns, Salty. Salty lächelte. Na schön. Es ist wirklich schon lange her, meine Jungs. Damals war Edward gerade erst nach Sodor gekommen. Jedes Jahr an seinem Geburtstag besuchte der dicke Kontrolleur mit Edward sämtliche Bahnhöfe und aß Torte mit den Fahrgästen. Er fuhr immer in seinem Lieblingswagen, dem ältesten Wagen auf Sodor. Er war sogar noch älter als Edward. Er liebte es, in diesem Wagen zu fahren. Ich erinnere mich noch an sein Lächeln. Er strahlte übers ganze Gesicht. Thomas und Winston lauschten gebannt. Selbst Cranky hörte auf zu knarren. Alle hatten staunend die Augen aufgerissen. Ach, es ist zu schade, dass keiner diesen Wagen mehr gesehen hat. Seit Jahren nicht. Na, was soll's. Ich hab zu tun und das habt ihr auch. Thomas ließ seine Kolben pumpen. Wir müssen uns beeilen, Winston. Ich habe viel zu tun. Natürlich, Thomas. Von mir aus kann's losgehen. Aber Winston dachte nicht an Aufträge, die erledigt werden mussten. Er dachte an den dicken Kontrolleur und an dessen Geburtstag. Thomas dampfte in den Bahnhof von Marin. Macht bitte schnell. Ich hab noch so viel zu tun. Hör zu, Winston. Wir müssen jetzt schnell zu Bauer Trotter fahren. Er braucht die Äpfel für seine Schweine. Aber Winston antwortete nicht. Denn Winston war gar nicht da. Winston? Winston, wo steckst du denn? Ich hab nur mal schnell nach etwas gesucht. Nach etwas zu suchen ist aber nicht wirklich nützlich, Winston. Jetzt komm schon. Wir müssen uns beeilen. Winston wollte noch etwas sagen. Aber Thomas interessierte sich nicht dafür, wonach Winston gesucht hatte. Thomas hatte Aufträge zu erledigen. Thomas erreichte den Hof von Bauer Trotter. Hier sind Ihre Äpfel, Bauer Trotter. Danke, Thomas. Du bist sehr pünktlich und du bist wirklich nützlich. Das hörte Thomas gern. Hör zu, Winston. Wir müssen jetzt schnell in den Flüsterwald und ein paar Baumstämme abholen. Aber Winston antwortete nicht, denn Winston war gar nicht da. Winston? Winston, wo steckst du denn? Tut mir sehr leid, Thomas. Ich habe nach etwas gesucht und zwar... Nach etwas zu suchen ist aber nicht wirklich nützlich, Winston. Pünktlich zu sein jedoch schon. Jetzt komm mit. Winston wollte noch etwas sagen, aber Thomas dampfte schnell los zu seinem nächsten Auftrag. Im Flüsterwald war der Waldarbeiter froh, als Thomas kam. Dankeschön, Thomas! Jetzt muss ich schnell zurück zum dicken Kontrolleur, rechtzeitig zur Teezeit. Fertig, Winston?
aber Winston antwortete nicht. Denn Winston war gar nicht da. Winston? Winston, wo steckst du denn? Ich glaube, ich habe da vielleicht was gefunden. Wir haben aber keine Zeit, etwas zu finden, Winston. Der dicke Kontrolleur wartet sicher schon. Am besten fährst du vor mir her, dann verliere ich dich nicht wieder. Also dampfte Thomas die Strecke entlang, während Winston vor ihm herfuhr. Doch Winston klackerte und klapperte nur langsam über die Schienen. Er schaute suchend nach rechts und nach links in den Wald. Winston, es ist schon beinahe Teezeit. Wir müssen uns beeilen. Und dann passierte es. Winston wurde noch langsamer, aber Thomas nicht. Er dampfte viel zu schnell und war daher wirklich keine vorsichtige Lok. Mit einem Knall und einem Scheppern fuhr er gegen Winston. Zum Glück wurde niemand verletzt. Aber Thomas fühlte sich schrecklich. Winston, der dicke Kontrolleur hat mich gebeten, dir zu zeigen, wie man wirklich nützlich ist, nicht wie man wirklich dumm ist. Und jetzt verspäten wir uns beim dicken Kontrolleur an seinem Geburtstag. Oh. Winston lächelte. Er wollte nicht, dass Thomas sich aufregte. Aber Thomas, ich glaube, ich habe etwas gefunden, was den dicken Kontrolleur sehr glücklich machen wird. Thomas war verwirrt. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gesucht? Ich habe nach dem Wagen gesucht, in dem der dicke Kontrolleur früher an seinem Geburtstag immer gefahren ist. Jetzt war Thomas auf einmal ganz aufgeregt. Jetzt war er gespannt darauf, mehr zu erfahren. Erzähl weiter, Winston. Sieh nur, Thomas, da drüben im Wald. Oh, das ist der alte Wagen, von dem Salty erzählt hat. Du hast ihn gefunden, Winston. Wir bringen ihn am besten zu Victor in die Lokwerkstatt. Der macht ihn sauber. Und dann können wir dem dicken Kontrolleur die größte Geburtstagsüberraschung aller Zeiten bereiten. Und Winston lächelte sein breitestes Lächeln. Thomas und Winston rollten in den Hafen. Der dicke Kontrolleur wartete schon. Thomas, du kommst spät. Wo warst du denn nur? Tut mir sehr leid, Sir. Aber dürfen wir Ihnen vielleicht den Grund dafür zeigen? Wenn Sie erlauben, dann bringen wir Sie zum Bahnhof von Knapford. Meinetwegen, Thomas. Ich werde mit Winston fahren. Winston und Thomas lächelten. Und ohne noch ein Wort zu sagen, dampfte Thomas los. Im Bahnhof von Knapford wartete Thomas auf Winston und den dicken Kontrolleur. Nun, Thomas, was bitte soll ich hier in Knapford? In diesem Moment schnaufte Edward in den Bahnhof. Er zog den alten Wagen. Der dicke Kontrolleur traute seinen Augen nicht. Oh, Wahnsinn! Ich erinnere mich, es war jedes Jahr an meinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Sir! Der dicke Kontrolleur lächelte. Was für eine wunderbare Überraschung! Danke, Thomas. Danke, Winston. Wie ich sehen kann, hattet ihr beide einen wirklich nützlichen Tag. Jetzt waren Thomas und Winston so glücklich wie noch nie. Der Schnellzug fährt jetzt durch. Alle Loks auf der Insel Sodor sind stolz auf ihre Aufgaben. Thomas dampft stolz auf seiner Nebenstrecke. Percy dampft stolz mit seinen Postwaggons durch die Gegend. Und Gordon zieht dampfend und am stolzesten von allen den Schnellzug. Die Witwe Hat wollte im Bahnhof von Knapford ein Fest unter dem Motto Willkommen auf Sodor feiern. Es wurden sehr wichtige Besucher vom Festland erwartet. Im Bahnhof herrschte geschäftiges Treiben. Es wurde geputzt und gefegt. Thomas war schon ganz aufgeregt. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe nur, der dicke Kontrolleur bittet mich, den sehr wichtigen Besuchern die Insel zu zeigen. Gordon rümpfte hochmütig die Nase. Nein, Thomas, der dicke Kontrolleur wird mich bitten. Ich bin Gordon und ich ziehe den Schnellzug. Thomas schnaufte beleidigt. Ich bin Thomas und ich kann auch den Schnellzug ziehen. Gordon staunte. Thomas grinste und dampfte schnell davon in Richtung Hafen. Die sehr wichtigen Besucher
waren im Hafen von Brantham eingetroffen. Willkommen, sehr verehrte Gäste, auf unserer wunderschönen Insel Sodor. Thomas, du machst mit der Witwe und den sehr wichtigen Besuchern eine Rundfahrt über die Insel und zeigst ihnen die Sehenswürdigkeiten von Sodor. Und danach werden wir uns alle zur Teezeit im Bahnhof von Knapford zum Fest treffen. Thomas strahlte. Gordon schnappte nach Luft. Aber Sir, ich bin Gordon und ich ziehe den Schnellzug. Ich weiß, wer du bist, Gordon. Du musst auf die Nebelinsel fahren und Flachwagen mit Jobi-Holz abholen. Das Holz ist wirklich sehr schwer. Also brauche ich eine starke Lok für diese Aufgabe. Und du bist eine sehr starke Lok. Die Besucher lächelten Gordon die starke Lok an. Gordon schnaufte stolz. Selbstverständlich, Sir. Der dicke Kontrolleur ging. Thomas atmete tief durch. Ma'am, würden Sie vielleicht gerne im Schnellzug reisen? Aber natürlich, Thomas. Gordon guckte grimmig. Du bist nicht stark genug, um den Schnellzug zu ziehen. Thomas schnaufte frech. Ich bin stark genug, Gordon. Ich bin Thomas. Und ich kann sehr wohl den Schnellzug ziehen. Thomas zog schnaufend den Schnellzug. Er war tatsächlich schwer. Thomas dampfte ächzend zum Rettungszentrum von Sodor. Rocky, Harold, Captain und Butch wunderten sich sehr, dass Thomas den Schnellzug zog. Ist der nicht ein wenig zu schwer für dich, Thomas? Thomas schnaufte fröhlich. Zu schwer? Nein, das ist kein Problem für mich. Dann kam Gordon mit den Baumstämmen aus dem Nebelinseltunnel gedampft. Hallo Gordon, der Schnellzug fährt jetzt durch. Gordon stöhnte. Thomas mühte sich nach Kräften und ganz langsam nahm der Schnellzug Fahrt auf. Der Schnellzug ratterte gemächlich die Strecke entlang. Er war schwer. Er war zu schwer für Thomas. Thomas machte sich Sorgen. Dann flog ihm eine Idee in den Schornstein. Ich werde einfach ein paar der Besucher bei einer Sehenswürdigkeit von Sodor aussteigen lassen. Dann sind die Reisezugwagen auch nicht mehr so schwer. Thomas wollte nicht, dass Gordon mitbekam, dass ihm der Schnellzug zu schwer war. Ich suche mir am besten ein ruhiges Plätzchen. Thomas war sehr zufrieden mit seinem Plan. Er setzte einige der sehr wichtigen Besucher im Steinbruch ab. Gordon kommt hier bestimmt nicht vorbei. Da bin ich mir sicher. Die sehr wichtigen Besucher waren sehr verwirrt. Der Steinbruch schien nicht gerade eine Sehenswürdigkeit von Sodor zu sein. Aber Thomas war zufrieden. Er ließ seine Kolben pumpen und setzte sich langsam wieder in Bewegung. Die Witwe Hat genoss derweil im Speisewagen eine Torte. Sie wusste nicht, dass einige ihrer Besucher fehlten. Sie wusste nicht, wie sehr Thomas sich anstrengte. Ich bin Thomas und ich kann den Schnellzug ziehen. Dann hörte Thomas Gordon pfeifen. Hallo Gordon, der Schnellzug fährt jetzt durch. Thomas dampfte so schnell, wie sein Dampfkessel es zuließ. Thomas merkte, dass der Schnellzug immer noch zu schwer für ihn war. Plötzlich flog ihm wieder eine Idee in den Schornstein. Ich setze noch ein paar Besucher bei dieser Weide ab. Gordon kommt hier ja ganz bestimmt nicht vorbei. Die sehr wichtigen Besucher waren höchst verwundert. Eine Kuh schien nun wirklich keine Sehenswürdigkeit von Sodor zu sein. Aber Thomas war zufrieden. Er ließ seine Kolben pumpen und dampfte weiter. Witwe Hat mampfte weiter. Sie wusste nicht, dass jetzt noch mehr von ihren wichtigen Besuchern fehlten. Thomas dampfte stolz in den Bahnhof von Knapford. Alles war fertig für das Willkommensfest. Der dicke Kontrolleur wunderte sich, dass Thomas den Schnellzug zog. Thomas, wieso hast du denn nicht Annie und Clarabelle genommen? Thomas schnaufte vor Stolz. Ganz einfach, Sir, weil ich den Schnellzug ziehen kann. Gordon stöhnte. Oh. Dann stieg Lady Hat aus dem Speisewagen. Oh, danke schön, Thomas. Sie sah sich irritiert um. Wo
Wo sind denn meine wirklich sehr wichtigen Besucher? Alle verstummten. Und alle starrten in eine Richtung. In die von Thomas. Die sehen sich die Sehenswürdigkeiten von Sodor an. Aber wieso, Thomas? Sie sollten hier sein auf meinem Fest. Jetzt kam sich Thomas sehr, sehr dumm vor. Tut mir wirklich leid, Sir. Ma'am, ich wollte den Schnellzug ziehen. Also habe ich Gordon gesagt, dass ich's kann. Aber ich kann's nicht. Ich bin nicht stark genug dafür. Ich habe die sehr wichtigen Besucher abgesetzt, damit die Wagen leichter werden. Denn ich wollte unbedingt mit dem Schnellzug in den Bahnhof von Knapford dampfen. Gordon grummelte. Der dicke Kontrolleur blickte finster. Die Witwe Hat war außer sich. Thomas, tu etwas! Thomas sah Gordon an. Er wusste, dass Gordon stark war. Gordon, du bist der Schnellste und der Beste. Und du ziehst den Schnellzug. Bitte, holst du die sehr wichtigen Besucher ab und fährst sie dann zum Fest? Gordon strahlte. Natürlich. Der Schnellzug fährt jetzt durch. Etwas später begrüßten der dicke Kontrolleur und die Witwe Hat die sehr wichtigen Gäste auf dem Fest. Gordon schnaubte vor Stolz. Thomas schnaufte traurig. Er kam sich noch immer dumm vor. Auf einmal dröhnte der dicke Kontrolleur los. Wo sind die Luftballons? Zu einem Fest gehören doch einfach Luftballons. Die sind im Hafen, Sir. Ich dampf los und hol sie. Ich bin zwar nicht so stark, aber ich bin wirklich sehr, sehr schnell. Schon bald sauste Thomas mit den Ballons wieder zurück nach Knapford. Ballons fahren jetzt durch! Etwas später amüsierten sich die sehr wichtigen Besucher auf dem Willkommensfest. Willkommen auf Sodor. Begrüßen Sie gemeinsam mit mir die Loks meiner Eisenbahn. Manche sind wirklich stark. Manche sind wirklich schnell. Aber sie sind alle wirklich nützliche Loks. Thomas und Gordon tuteten von allen Loks am lautesten. Spring an, Old Wheezy. Die Loks auf der Insel Sodor sind alle sehr freundlich. Sie grüßen sich mit einem Tuten, dampfen fröhlich zusammen und helfen, wann immer sie es können. Eines Tages war Thomas bei den Holzfäller-Loks. Er half ihnen beim Verladen von Jobi-Stämmen. Die Holzfäller-Loks waren traurig. Ein Schubs und ein Spruch, aber nie mehr geht was zu Bruch. Die Holzfäller-Loks seufzten. Es ist einfach nicht mehr dasselbe ohne... Old Wheezy. Tja, es gibt kein Ach. Es gibt keinen Krach. Ja, richtig. Wir haben überhaupt keinen Spaß mehr. Thomas mochte es nicht, wenn seine Freunde traurig waren. Was ist denn mit Old Wheezy los? Das wissen wir nicht. Er arbeitet einfach nicht mehr. Ja, richtig. Thomas wollte seinen Freunden helfen. Keine Sorge. Ich bin sicher, ich kann Old Wheezy reparieren. Ich kenne mich gut mit Maschinen aus. Thomas dampfte vorsichtig zu Old Wheezy hinüber. Thomas' Lokführer ruckelte kräftig an Old Wheezy. Dann rasselte und rumpelte es. Old Wheezy schüttelte und rüttelte sich. Und dann gab es einen lauten Knall. Aus Old Wheezy quoll Rauch. Die Holzfäller-Loks waren besorgt. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg. Das ist doch bestimmt verkehrt. Ja, richtig. Die Holzfäller-Loks sahen traurig aus. Thomas wollte ihnen gern helfen. Keine Sorge. Ich dampf zur Dieselwerkstatt. Die wissen da alles übers Reparieren von Maschinen. Ich komme mit Hilfe zurück. Und zwar schneller als schnell. In der Dieselwerkstatt hatten Dan und Dart viel zu tun. Bitte, ihr müsst unbedingt mit mir kommen. Old Wheezy ist kaputt. Wir reparieren keine Dampfloks. Old Wheezy ist eine Maschine. Er läuft mit Öl. Und ihr seid doch wahre Ölexperten. Dan guckte finster. Dart lächelte. Ja, richtig. Thomas schnaufte zufrieden. Ich wusste, du hilfst mir. Danke, Dart. Wir müssen gleich los. Thomas ließ seine Kolben pumpen. Dart zögerte. Ich will aber, dass Dan mitkommt.
Thomas war verwirrt. Wieso? Das schaffst du doch sicher allein. Ich will aber, dass Dan mit mir kommt. Aber Thomas hört ihm nicht mehr zu. Er dampfte schon fröhlich davon. Thomas und Dart erreichten das Sägewerk. Darts Räder ruckelten und wackelten vor Staunen. So etwas wie die Holzfäller-Loks hatte er noch nie gesehen. Ich bin Dash. Ich bin Bash. Und ich bin Ferdinand. Willkommen auf der Nebelinsel. Ja, richtig. Dart lächelte. Ich bin Dart. Und das ist Old Wheezy. Thomas sagt, du kannst ihn reparieren. Bitte. Thomas rollte mit Dart rüber zu Old Wheezy. Old Wheezy rasselte nicht. Old Wheezy ruckelte nicht. Kein Baumstamm flog herum. Dart war beunruhigt. Ich habe noch nie eine Maschine wie die da gesehen. Darts Lokführer ruckelte kräftig an Old Wheezy. Old Wheezy grummelte und rumpelte. Rauch stieg auf. Ein Schraubenschlüssel flog durch die Luft. Und dann blieb Old Wheezy stehen. Dart war überrascht. Du dieseliger Diesel, die kann man nicht reparieren. Und damit ratterte Dart davon und in den Nebelinseltunnel hinein. Thomas dampfte ihm hinterher. Dart erreichte die Dieselwerkstatt. Harry und Bert waren grantig. Wo warst du denn? Dan braucht doch deine Hilfe. In diesem Moment kam Thomas angesaust. Er war ganz rot im Gesicht. Seine Achsen schmerzten. Er sagte streng, Dan, komm jetzt mit mir auf die Nebelinsel. Bitte, du musst Old Wheezy reparieren. Dan war besorgt. Dart muss aber mitkommen. Thomas schnaubte verärgert. Das schaffst du doch auch prima allein. Ich will aber, dass Dart mitkommt. Aber Thomas hörte Dan nicht mehr zu. Er dampfte schon wieder hektisch los. Im Sägewerk angekommen, brachte Thomas Dan zu Old Wheezy. Old Wheezy rasselte nicht. Old Wheezy ruckelte nicht. Und es flogen auch keine Baumstämme durch die Luft. Die Holzfäller-Loks waren immer noch besorgt. Und das war Dan auch. Den kann ich aber nicht allein reparieren. Na klar kannst du das. Dans Lokführer ruckelte kräftig an Old Wheezy. Old Wheezy grummelte und rumpelte. Wieder stieg Rauch auf. Ein weiterer Schraubenschlüssel flog durch die Luft. Und die Geräusche, die Old Wheezy machte, waren diesmal noch seltsamer. Und dann blieb er stehen. Dan war fassungslos. Du dieseliger Diesel, ich hau ab. Und schnell wie der Wind ratterte Dan davon. Die Holzfäller-Loks waren ratlos. Thomas zischte. Keine Sorge, ich versuch noch mal ihn zu reparieren. Also ruckelte Thomas Lokführer erneut ganz kräftig. Aber Old Wheezy ging es immer schlechter. Auf einmal wackelte und zitterte er. Er rüttelte und ruckelte. Immer mehr Rauch stieg auf. Und Metallteile, Holzklötze und Ölspritzer flogen durch die Luft. Das sieht aber nicht gut aus. Ja, richtig. Die Holzfäller-Loks knarrten und quietschten. Sie waren gar nicht glücklich. Und das war Thomas auch nicht. Ich wollte Old Wheezy für euch reparieren. Ich wollte euch eine Freude machen. Ich wollte euch dreien helfen. Doch in Wahrheit habe ich alles nur viel schlimmer gemacht. Thomas sah zu Old Wheezy. Old Wheezy gab keinen Mucks mehr von sich. Ich wünschte, Percy wäre hier, um mir zu helfen. Dann fiel Thomas etwas auf. Wenn ich mir Percys Hilfe wünsche, dann ist doch ganz klar, dass Dan sich Darts Hilfe wünscht. Zwei fleißige Loks sind immer besser als eine. Die Holzfäller-Loks waren verwirrt. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Doch Thomas sauste so schnell es seine Kolben zuließen zurück zur Dieselwerkstatt. Da kommt er ja. Der dämliche Dampfkessel persönlich. Thomas wusste, dass er sich falsch verhalten hatte. Er wollte sich entschuldigen. Dan und Dart, tut mir leid, dass ich vorhin nicht auf euch gehört habe. Bitte kommt doch beide mit mir auf die Nebelinsel. Ich weiß jetzt, dass ihr zwei zusammen Old Wheezy reparieren müsst. Dan und Dart lächelten. Wir kommen. Fahr du vor, Dan. Und zusammen ratterten und ölten sie auf die Nebelinsel.
Die Holzfäller-Loks standen noch bei Old Wheezy. Sie waren besorgt. Nur keine Sorge. Dan und Dart reparieren jetzt gemeinsam, Old Wheezy. Dan und Dart ratterten näher. Ihre Lokführer stocherten und ruckelten. Sie zogen und sie schraubten. Die Holzfäller-Loks sahen zu und warteten ab. Und dann, mit einem Rütteln und einem Ruckeln, einem Rasseln und einem Brummen, sprang Old Wheezy an. Die Stämme flogen wieder durch die Luft. Krachend und planschend schlugen sie auf. Die Holzfäller-Loks waren glücklich. Ein Schubs! Ein Spruch! Und immer geht etwas zu Bruch. Thomas strahlte. Er war glücklich, denn seine Freunde waren glücklich. Danke, Dan und Dart. Dan und Dart ruckelten und lächelten. Wir helfen immer gern. Was er sagen will ist, wir helfen immer gern, Thomas. Und zwar zusammen. Jetzt lachten die Loks. Und zwar alle zusammen. Und Old Wheezy schleuderte einen extra großen Stapel Stämme durch die Luft.